Guten Tag, ich hätte gerne ein Stück Kuchen. Guten Tag, hallo. Welches hättest du gern? Welchen Kuchen haben Sie? Also, wir haben einmal den Vanillestreusel. Vanillestreusel? Uh-huh. Genau, mit Blaubeeren haben wir den. Uh-huh. Dann haben wir einmal den Karotte-Zitrone. Uh-huh. Und wir haben hier vorne dann den Brownie. Lecker. Ich nehme bitte ein Stück Blaubeer-Vanillestreusel. Noch einen Kaffee dazu eventuell? Ja, gerne. Hier haben wir einmal den Blaubeer-Vanillestreusel. Lecker. Blaubeer-Vanillestreusel. Und dann hier einmal den Eiskaffee, bitte sehr. Sehr gut, danke schön. Gern geschehen. Hallo alle zusammen. Was ist denn nun der Unterschied zwischen gern und gerne? Wo ist der Unterschied? Also, eigentlich ist es ganz einfach. Es gibt keinen Unterschied. Ihr könnt entweder gern oder gerne sagen. Zum Beispiel, ich spiele gern Fußball. Oder ich spiele gerne Fußball. Und du kannst auch ich hätte gern oder ich hätte gerne sagen. Das ist das Gleiche und die sind beide Hochdeutsch. Except for this line, gern geschehen. Gern geschehen. Das ist, was der Kellner am Ende des Dialogs gesagt hat. Und da ist es nicht so üblich zu sagen, gerne geschehen. No, it's like a fixed phrase, so we say gern geschehen. And otherwise, they are just interchangeable. Also die sind austauschbar, interchangeable. Entweder gern oder gerne. Das ist scheißegal. It doesn't matter at all. And I just want to announce for you quickly, this Saturday, so in 2 days, in 2 Tagen, haben wir ein Sprachlerner und Sprach-YouTuber Meet and Greet in Berlin. Und ihr findet den Link dazu in der Beschreibung. Ich würde mich freuen, euch dort zu sehen, if you're in Berlin. Falls du in Berlin bist, schau dir den Link in der Beschreibung an. Dankeschön und tschüss!